Gut, wir machen den... Oh mein Gott, da ist er auch schon. Da ist er auch schon. Und er sieht wirklich furchtbar aus. Der sieht so ätzend aus, aber kein Problem. Wir können ihn ja befreien mit dem Lied der Befreiung. Damit können wir ihn von seinem Bann lösen. Gott sei Dank haben wir so eine Melodie, weil ansonsten hätten wir gar keine Chance mehr. Ich glaube, das würden wir nie schaffen. Aber der sieht so hässlich aus. Warum sieht er so hässlich aus? Warum haben die Entwickler hier alles so programmiert, dass es immer so hässlich wird? Und jetzt ist er auch wieder normal. Cool. Vater! Vater! Pamela! Soll man jetzt Pamela sagen oder Pamela? Was habe ich die ganze Zeit über gemacht? Du hast gar nichts mit, hast gar nichts gemacht. Du hast einen bösen Traum gehabt. Nur einen kleinen bösen Traum. Oh mein Gott. Pamela. Ja, ist das traurig. Und da ist auch die Maske. Die Gypto-Maske, die wir brauchen. Denn ohne die können wir mit den Mumien leider nicht sprechen. Die Gypto-Maske. Noch eine Maske dazu. Vielleicht gibt es auch noch ein Herzteil oder sowas. Vielleicht mal, aber wir können ja nochmal mit ihm reden. Können wir mit denen reden? Können wir nicht. Jetzt lass sie endlich in Ruhe. Verstehst du denn gar nichts? Du bist dermaßen unsensibel. Oh mein Gott. Jetzt muss ich mir schon von Taya sagen lassen, dass ich unsensibel bin. Ist das furchtbar. Das ist, also so eine Unverschämtheit habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Jetzt geh doch da hoch. So, die Gypto-Maske. Für was ist die gut? Für den zweiten Friedhof. Den es hier auch gibt. Jetzt muss ich mich nur kurz daran erinnern, wo der Friedhof war. Ich glaube, der Friedhof war ganz oben. Im Mikala Canyon kann man übrigens nicht in viele Häuser rein, nur in ein paar. Und ich finde die Gegend hier eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich finde die irgendwie cool. Ausgetrockneter Brunnen. Aufgrund diverser Geistererscheinungen ist der Zutritt untersagt. So, ich ziehe mir aber lieber gleich die Maske auf und gehe dann runter. Weil ich mag mich nicht eigentlich schon wieder verletzen. Weil jedes Mal, wenn ich mich verletze, dann hasse ich das, wenn ich irgendwo runterspringe. So. Sind wir jetzt schon unten? Naja, also man sieht, der Brunnen ist auf jeden Fall sehr, sehr tief. Und ich weiß nicht, warum Link so komisch klettert. Der klettert echt komisch. Okay, wir wären da. Und wir brauchen hierfür ein paar Items. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Denn das sollte man am besten davor machen. Also bevor man hier hingeht, sollte man sich die ganzen Items holen. Aber wenn man das nach und nach macht, ist es halt ein bisschen schwieriger. Also wir müssen bis zum letzten Raum gehen. So, was will denn der Erste? So, mit dem können wir jetzt reden. Hilf mir, hilf mir. Gib mir Medizin, die mich gesund macht. Nee, kriegst du nicht. Wenn du nichts hast, dann bist du von keinem Nutzen. Hinfort. Ich habe nämlich keine Medizin. Also ich denke, der will rotes Elixier haben. Aber das habe ich nicht. Aber ich habe was für den hier. Hilf mir, hilf mir. Gib mir etwas Köstliches zum Kauen. Etwas aus dem Blätterwachsen. Ja, kriegst du, mein Freund. Du kriegst eine Wundererbse. Viel Spaß damit. Ah, dies. Du sollst es nicht bereuen. So, und schon ist er weg. Und dann können wir auch endlich in den nächsten Raum gehen. Und so besteht eigentlich die ganze Aufgabe hier drin, dass man sich von Raum zu Raum arbeiten muss mit diversen Items, die wir eigentlich, davor aufschnappen sollten. Ich werde euch mal sagen, was wir alles brauchen. Also wir brauchen eine Wundererbse, wir brauchen eine Bombe, wir brauchen eine Dekunus, wir brauchen einen Fisch, wir brauchen Milch und wir brauchen ein Pulverfass. Ich glaube, das ist alles. Den Rest müssten wir eigentlich hier drin kriegen. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen, was wir denn hier machen müssen. Ich bin selber noch nicht hier gewesen. Also hier, diesen Raum habe ich leider noch nicht betreten. Und da ist so eine komische Eisstatue. Die werden wir auf jeden Fall gleich wegfeuern. Mit unseren Feuerpfeilen. Damit die uns ja nichts anhaben kann. So, stirb. Perfekt. Perfekt. So. Was haben wir denn hier alles? Bin ich mal gespannt, was es hier denn alles gibt. Auf jeden Fall ein paar Eisblöcke. Da gibt es noch eine Dekunus. Und einen Dekustab und eine Fackel. Aber was machen wir mit der Fackel? Ich glaube, die Fackel wird auf jeden Fall wichtig sein. Kann ich mir vorstellen, denn ansonsten hätte es hier keinen Dekustab gegeben. Aber wir gehen einfach mal weiter voran. So, hier gibt's. Oh, hier kommt eine blöde Hand. Ach Gott, wirklich. Wisst ihr eigentlich, wie man die Hand nennt? Ich habe das erst letztens gelesen. Die nennt man Todesgrabscher. Aber ich komme doch nochmal eine, oder? Und warum gibt es hier noch die Melodie? Ich weiß nicht, soll ich jetzt rechts gehen oder soll ich... Ja gut, eigentlich müsste ich geradeaus gehen. Aber ich will wissen, was der hier will. Gib mir etwas, das einen Lichtblitz verursacht und auch als Bombe eingesetzt werden kann. Okay, mein Freund. Das kannst du haben. Nämlich eine Dekunus. Die kann er gerne haben, weil ich habe noch genug.
Und dann können wir in diese Richtung erstmal. Weil ich glaube, ja gut, da kommt sowieso eine Sackgasse, aber das ist Wurst. Das macht eigentlich wenig aus, ob da eine Sackgasse ist, weil wir müssen ja sowieso nochmal zurück. Somit, ja, bleiben wir jetzt erstmal hier. Schauen uns hier ein bisschen um. Okay, Elixier. Was haben wir hier auf der rechten Seite? Oh mein Gott! What the fuck? Was ist da los? Ich brauche Eispfeile, merke ich gerade, weil das ist ein Auge, das fängt Feuer. Und ich glaube, ich muss das erst einfrieren. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Doch, jetzt. Okay, ich habe es geschafft. So, was finden wir hier drin alles? Ah, da gibt es noch ein paar Käfer, okay. Ich glaube, ich brauche noch einen Käfer. Ich glaube, die habe ich vorher nicht eingesammelt. Ein Käfer wäre, glaube ich, muss, glaube ich, auch noch sein. Aber auf jeden Fall gibt es hier Käfer. Kann man sich auch in diesem kleinen Labyrinth holen. So, mein Freund, was willst du haben? Gib mir etwas, womit man Eis schmelzen kann. Und was das Verlangen des Geistes stillt. Okay, was womit man Eis schmelzen kann. Irgendwas mit Feuer, aber was soll ich ihm denn da geben? Was kann ich dem da geben? Ich bin mir jetzt da gar nicht mehr sicher. Ich könnte das nachschauen, was er da will. Aber ich weiß es nicht. Sowas willst du? Das explodiert. Okay, ja gut, das kannst du haben. Das ist eine Bombe. Hier, bitte. Viel Spaß damit. Damit kannst du auch deinen Freunden mal schön Hallo sagen, wenn du sie in die Luft sprengen willst. Und was ist hier drin? Okay, also dieser Raum scheint mir ein bisschen unheimlich zu sein. Ich nehme jetzt mal das Auge der Wahrheit. Und schaue, ob ich hier vielleicht doch noch irgendwas... Ob mir hier irgendwas auffällt. Oh mein Gott. Ein Nachtschwärmer. Oh mein fucking Gott. So, bam. Okay. Also ich glaube, wir brauchen den Nachtschwärmer auch. Ich glaube, den brauchen wir auch. So. Ich glaube, der hält 5 Feuerpfeile aus. Da müsste der eigentlich erledigt sein. Nur ich weiß eben nie, wo der aufkreuzt. Das ist das große Problem, was ich immer habe mit diesen Nachtschwärmern. Aber ich glaube, ich brauche den Nachtschwärmer. Ich glaube, der ist wichtig. Somit solltet ihr auch mindestens... Oh mein Gott, 4 Flaschen haben. Und wenn ihr 4 Flaschen habt, dann könnt ihr auch wenigstens alles transportieren. Aber wer jetzt nochmal die Milch braucht, das ist mir ein bisschen... Ja, ein bisschen schleierhaft. So, bam. Ich glaube, das war's. Nur brauchen wir jetzt noch eine leere Flasche. Und Gott sei Dank habe ich noch eine. Weil... Das hätte mir jetzt echt meinen Sieg gekostet. Irgendjemand will einen Nachtschwärmer haben, ich weiß aber nicht mehr welcher. Und das ist eben das Seltsame mal dran. Also die Gyptos, die geben auch einem nicht so richtige Tipps, sondern, ja, die reden halt immer so in Rätseln ein bisschen. Man muss auch erstmal drauf kommen, dass eine Dekunus explodiert und einen Lichtblitz erzeugt. Ich wollte ihm am Anfang mal eine Bombe geben, aber die Bombe wollte er natürlich nicht. Ja, ist ja logisch. Was will der mit einer Bombe? So, jetzt sind natürlich wieder alle Gegner da. Das ist natürlich äußerst lame, dass es so ist. Aber ich weiß auch immer noch nicht, was der will. Also das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich lese mir nochmal den Tipp durch, aber ich weiß nicht, was der will. So, womit man Eis schmelzen kann und was das Verlangen des Geistes stillt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte ihm einen brennenden Deku-Stab geben. Das könnte ich natürlich machen. Kommt die Hand jetzt wieder zurück? Ja, natürlich. Natürlich. Wer hätte es denn gedacht, oder? Dieser bescheuerte Todesgrabscher. Du Idiot. Okay, was willst du, mein Freund? Etwas Schuppiges, Glitschiges. Alles klar, das kannst du haben. Der will nämlich hier den Fisch. Hoffentlich kriegt er nur den Fisch und nicht meine Flasche. Nee, die Flasche bleibt bei mir, Gott sei Dank. Ich dachte jetzt echt schon, der will jetzt meine Flasche auch noch, aber das wäre echt doof gewesen. So, nächster Raum. Oh Gott, ich fürchte mich hier ein bisschen. Ich fürchte mich hier gerade echt ein bisschen. So, hier gibt es auch noch Dekunüsse ohne Ende. Kann das... Nein, das, ich komme immer noch nicht klar auf das eine Rätsel. Ich komme damit echt nicht klar. Okay. Dekustäbe hätten wir. Damit könnten wir auch die Fackeln entzünden. Und ich glaube, das werde ich als erstes machen. Vielleicht bringt es... Oh mein Gott. Habe ich mich jetzt gerade erschreckt, dass die so schnell wieder spawnen. Das ist ja voll krank. Also eigentlich habe ich das gar nicht geglaubt,
dass das wirklich so schnell geht. Aber wie man sieht, geht es. So, anzünden bitte. Danke. Und dann werden wir uns mal hier um die Fackeln kümmern. So. Was hat das jetzt Ganze gebracht? Gar nichts. Wirklich? Sind das hier Kerzen? Ja, sind's. Aber mit denen können wir nichts anstellen. Okay, gut. Oh mein Gott, habe ich mich jetzt erschreckt. Oh mein Gott. Also das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Dass ich mich so erschreckt habe, weil ich denke mir schon, hey, wieso kommt da nichts raus? Und dabei sind es bloß diese kleinen Viecher. Ach du heilige Makrele. Ach du heilige Scheiße. So, was willst du, mein Freund? Gib mir etwas Kleines, Krabbeliges. Jo, kannst du haben. Kriegst du einen Käfer. Also, immer ganz wichtig, alles mitnehmen, was man findet. Und hier unten gibt es auch genug Käfer. Also man könnte nochmal zurückgehen. Und sich nochmal Käfer suchen. Okay. Hier hätten wir das eigentlich gebraucht. Aber da ist doch irgendwo was. Oh mein Gott, eine Skulltula. What the fuck? Ja, als ob, genau. Genau, mein Freund. So, stirb. So, ich glaube, hier drin gibt es aber nochmal eine, oder? Ja. Was denn sonst, meine Freunde? Was denn sonst? Und ich habe es mir gerade gedacht, hier ist doch irgendwas faul. Weil man hört diese komische Kampfmelodie. Aber es passiert nichts. So, wie mache ich denn das jetzt am besten? Wie mache ich das? Ich glaube, ich nehme einen Deku-Stab. Zünd die erste Fackel mit einem Pfeil an. Nimm dann den Deku-Stab. Und zünd einfach die restlichen drei Fackeln an, oder? Sollte doch klappen. Ja, klappt. Sehr schön. Dafür gibt es eine große Truhe. Denn was immer der auch da drin ist. Ich weiß es gar nicht. Bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, aber ich glaube nichts Großartiges. Ja, violetter Rubin. Okay. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. So, die Krüge werde ich jetzt nicht mehr öffnen. Weil dann erschrecke ich mich wenigstens wieder nicht so viel vorher. Gib mir einen Geist, einen großen. Okay, er will den Nachtschwärmer. Er will den Nachtschwärmer. Dann hätten wir das auch geklärt, für wen der Nachtschwärmer ist. Also wie ich gesagt habe, man muss wirklich alles in Betracht... Oh mein fucking Gott, was ist denn hier los? Und da kommt wieder ein Todeskrabscher. Ist logisch, ist logisch, klar. Mhm. Einfach mal so. So, da wäre eine... Oh Gott, wie mache ich denn das? Ja gut, die Fackel kann ich ja anzünden. Okay, die Fackel zünden wir mal an und dann sprengen wir einfach mal das hier weg und schauen, was da in dem Raum alles ist. Da sind noch... Okay, da sind nochmal Käfer. Und da ist nochmal eine Skulltula. Als ob! Ja klar, jedes Mal, wenn ich zuschlagen will, geht's nicht. So, stirb. Okay. So, soll ich mir nochmal so einen Käfer holen? Ich glaube schon. Holen wir uns nochmal so einen Käfer. Weiß ja nie, für was man den brauchen kann, aber ich kann ihn ja dann wieder freilassen. Ist ja nicht so, als würde das nicht funktionieren. Und dann zünden wir die Fackel da drin mal an. Mal schauen, was dann dabei rauskommt. Okay, gar nichts. Nur Käfer. Sonst nichts. Gibt's hier auch sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, nö. Also die Käfer sind die einzigen. So, und jetzt müssen wir da irgendwie durch. Ja, das wird witzig. Das wird auf jeden Fall spaßig, Leute. So, einmal durch. Was, ich muss damit nach Fackel durch? Ja, als ob, genau. Und dann kommt nochmal so einer. Als ob. Hey, ich schwöre, die regen mich voll auf, diese Todesgrabsche. Die regen mich halt echt auf. So. Zünden wir die noch an. Was? Ja, jetzt komm schon, Link. Das schaffst du doch locker. So, bam. Okay, hat auch nichts gebracht.